Jetzt kommt was ganz Skurriles. Und zwar, stellen Sie sich mal vor, Sie haben statt einem Hund einen tonnenschweren Bison zu Hause oder statt einer Katze eine ausgewachsene Riesenschlange. Ja, für manche sind das ganz gewöhnliche Haustiere. Ja, Sie sehen richtig. Hier steht ein Bison im Wohnzimmer. Und hier liegt eine gigantische Python im Kinderbett. Verrückt, denn diese Tiere sind wild, haben enorme Kraft und sind gefährlich. Sowohl für Menschen als auch für andere Haustiere. Aber diese speziellen Artgenossen sind wirklich Haustiere. Und ihre Besitzer haben sich an ihre tierischen Mitbewohner gewöhnt. Das ist ein wunderbares Haustier, nur dass er einen umbringen kann. Die beiden Tiere sind in komplett entgegengesetzten Teilen der Welt zu Hause. Los geht's in den USA. Hier wohnt Wild Thing. Mit seinen 1,2 Tonnen ist der Bison selbst für texanische Verhältnisse ein ganz schöner Brocken. Und wohnt ist hier wörtlich zu verstehen. Die Besitzer des Bisons, RC und Sharon Bridges, leben zusammen mit dem Tier unter einem Dach. Die Farmerfamilie besitzt zwar mehrere Hektar Land, aber der amerikanische Büffel ist am liebsten im Haus. RC hat für ihn eigentlich nur eine Regel. Wenn er saubere Füße hat, darf er gerne reinkommen. Wir müssen dann nur manchmal umstellen, weil er braucht doch einiges an Platz. Er ist größer als die meisten Hunde. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 1,80 Meter ist der Bison das größte Säugetier, das auf dem amerikanischen Kontinent lebt. Und Wild Thing lebt eben in einem Haus. Das ist das wohlerzogenste Tier, das ich kenne. Er hat noch nie hier drin etwas kaputt gemacht. Er kommt einfach rein, sieht sich alles an, dann geht er raus, um draußen alles kaputt zu machen. Obwohl das Tier ganze 1200 Kilogramm wiegt, kann es trotzdem bis zu 60 km/h schnell laufen, wenn es will. Jetzt wird gespielt. Guter Junge. Oh ja, das bist du. Ein guter Junge. Hundebesitzer werfen Stöckchen oder einen Ball. Wild Thing liebt es, Dinge zu schubsen. Wild Thing, komm her zu Mama. Na los. Klar ist, mit seiner Kraft und den beiden Hörnern könnte er einen Menschen böse verletzen. Genauso wie ein anderes Riesenhaustier. Von Texas aus geht es jetzt nach Kambodscha. Zu Mae, einer Würgeschlange. 110 Kilogramm schwer ist sie und etwa 7 Meter lang. Hier ist sie zu Hause. Die Python lebt seit gut 10 Jahren bei einer kambodschanischen Familie in der Nähe der Hauptstadt Phnom Penh. Schlange Mae hat sich in den letzten Jahren perfekt in den Familienalltag integriert. Für den 10-jährigen Thaksin ist sie gerne Kopfkissen beim Hausaufgabenmachen. Der Junge ist mit der Schlange aufgewachsen. Die beiden haben ein inniges Verhältnis. Ich muss dieses Buch für die Schule lesen. Dabei mache ich es mir gern auf Mae gemütlich. Eine lebendige, sich bewegende Nackenrolle also, die, wenn sie wollte, Thaksin am Stück verschlingen könnte. Wie auch Bison Wild Thing darf sich Mae völlig frei im Haus bewegen. Familie Sambat ist die Schlange vor gut 10 Jahren zugelaufen. Zugekrochen. Seitdem gehört sie zur Familie dazu. Ah, hier seid ihr. Kommt dein Mittagessen. Der Reis ist schon fertig. Thaksin und sein großer Bruder Uorn sind schon recht selbstständig und natürlich für die Schlange verantwortlich. Mae ist neugierig und kriecht gerne durch die Wohnung. Andere Haustiere, potenzielles Futter, ignoriert sie gekonnt. Artgenossen von Mae werden um die 9 Meter lang. Pythons gelten damit als die längsten Schlangen der Welt. Sie umschlingen ihre Beute und schlucken sie dann am Stück. Haben die beiden Kinder keine Angst vor ihr? Nein, da kann nichts passieren. Wir kennen die Schlange schon ewig. Seitdem ich ein Baby bin, haben wir sie. Schlangen ernähren sich ausschließlich von Fleisch, welches sie extrem langsam verdauen. So begnügt sich Mae mit einem Huhn alle 3 Wochen. Ich mag die Hunde. Und die Schlange? Die noch viel lieber.
Als Vater Korn die Hundewelpen bei den Jungs entdeckt, ist Schluss mit lustig. Hunde gehören nicht auf den Tisch, aus gutem Grund. Ich habe Angst um meine kleinen Hunde. Für die Schlange wären sie ein willkommener Snack zwischendurch. Auch in Texas isst man gemeinsam zu Mittag. Cowboy RC ist sich dabei der Gefahr, die von seinem übergroßen Haustier ausgeht, durchaus bewusst. Ja, der könnte uns jetzt alle umbringen. Er wiegt ja weit mehr als eine Tonne, also würde er einen einfach zermalmen. Aber zumindest frisst er einen hinterher nicht auch, wie Bären das täten. Und sein Tritt, der ist absolut tödlich. Wenn der dich trifft, war's das mit dir. Schon mal passiert? Dann wäre ich nicht hier, wenn das passiert wäre. Ich würde dann auch nicht einfach so mit meiner Frau und meinem Schwiegersohn da sitzen. In den USA sterben Jahr für Jahr mehrere Dutzend Menschen durch Angriffe von Bisons. Insbesondere Bullen wie Wild Thing können sehr aggressiv sein. Statt einem Todeskampf tobt im Haus der Bridges jedoch eher der Kampf um den besten Platz vor dem Fernseher. Hin und wieder ist schon schwer. Der versperrt total die Sicht. Dass du nicht durchsichtig bist, weißt du aber schon. Die Kritik an seiner Figur ignoriert Wild Thing. In Texas ist nun mal alles ein bisschen größer. Er ist ein außergewöhnliches Haustier. Ich kann jedem so ein Bison nur empfehlen. Das war nicht immer so. Das beweisen diese Bilder aus einem Privatvideo der Familie. Ohne das Eisengitter wäre Familienhund Spot wohl heute nicht mehr am Leben. Damals hatte Wild Thing einen schlechten Tag. Inzwischen verstehen sich die beiden aber wieder prächtig. Die Bridges bekamen Wild Thing mit einem Jahr und stellten schnell fest, der Bulle ist besonders zutraulich. Bei der Hochzeit stand nicht die Braut, sondern der Bison im Mittelpunkt. Und er ist für jeden Spaß zu haben. Das Baden findet nicht im Haus statt, sondern in einem kleinen Weiher auf dem Grundstück der Bridges. Ziehvater RC beaufsichtigt den Bullen und hat scheinbar mehr Spaß als Wild Thing. Ich liebe diese Büffelkanu-Ausfahrten. Zum Paddeln bin ich nämlich zu faul. Von Pferdestärken habt ihr ja sicher schon mal gehört. Wir haben hier Bisonstärken. Leider lässt sich der Bisonbulle schwieriger lenken als gedacht. Sobald Wild Thing fertig mit dem Baden ist, hält ihn nichts mehr im Wasser. Auch in Kambodscha wird Hausschlange Mae regelmäßig gebadet. Dafür sind die beiden Brüder alleine verantwortlich. Auch wenn sie zusammen gerade einmal halb so viel wiegen wie die Schlange. Was macht Mae für die beiden nur so besonders? Mein ganzes Leben kenne ich Mae schon. Ich glaube, sie beschützt uns. Beschützt uns vor bösen Geistern. Sie wacht über uns. Der Name Mae bedeutet so viel wie guter Geist. Bei einem schweren Tropensturm im Vorjahr blieb das Haus der Familie unversehrt. Und auch ihre Bananenfelder werfen mehr Ertrag ab als die der Nachbarn. Ob Glücksbringer oder nicht, sicher ist, die Familie lebt seit über einem Jahrzehnt in völliger Harmonie mit der Schlange. Und Pythons haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 25 Jahren. Die Jungs haben auch Pflichten. Denn ab und an muss auch eine Schlange mal aufs Klo. Das Gassigehen erledigen die drei in der Bananenplantage hinter dem Haus. Das ist schon recht praktisch bei der Schlange. Wesentlich angenehmer als mit den Hunden. Die müssen täglich mehrmals raus. Wir teilen uns die Arbeit. Mein Vater kümmert sich um die Hunde, wir uns um die Schlange. Das haben die Jungs ja schlau eingefädelt. Bei dem Appetit, den Bison Wild Thing in Texas jeden Tag hat, sollte Gassi gehen auch hier ein Thema sein, oder? Die Toilette hat er jedenfalls noch nie im Haus benutzt und darauf bin ich echt stolz. Die Tierliebe der Bridges hört aber nicht bei Bisons auf. Auch diese beiden jungen Bären leben auf der Ranch. Sie haben die Tiere einem insolventen Zoo abgekauft und so vor der Einschläferung bewahrt. Beim Rumtollen mit seinen wilden Tieren hat sich RC schon so manchen Kratzer geholt. Das nimmt er gerne in Kauf. Ich denke, Cowboys lieben einfach wilde Tiere. Cowboys sind selbst wild. Das ist nun mal in uns drin. Manchmal sind wir wilder als die Tiere.
Die Tierschutzgesetze in den USA erlauben es hier jedem, sich solche wilden Tiere zu halten. In Deutschland wären Bären im Garten undenkbar. Ob die Bären eines Tages wohl auch so frei durchs Haus streifen dürfen wie Wild Thing? Dann könnte es eng werden. Yeah, he's a good boy. Auch in Kambodscha neigt sich der Tag dem Ende zu. Und das heißt, ab ins Bett, Sandschlange. Die soll die Kids vor Einbrechern beschützen und kümmert sich ganz nebenbei auch um die Ratten. Ah, ihr seid schon ins Bett. Ja, mache ich dann auch gleich. May ist hier bei euch, ja? Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schlafen im Schutz einer Riesenschlange. Große Haustiere sind nicht nur spektakulär, sondern nützlicher, als man denkt. In den USA gibt es jetzt angeblich die Lösung für Tätowier-Unentschlossene wie unsere Reporterin. Klickt hier rein.